das Finale der Mikro auf dieser grandiosen Rennstrecke in Chap 1200 Meter haben wir hier top gepflegt und wir haben sogar eine Beleuchtungsanlage, was bedeutet, dass man auch hier Nachtrennen ausführen könnte. Ja, das ist nicht unbedingt alltäglich. Also wir finden wirklich ganz, ganz schön hier. Das Wetter ist auch in Ordnung. Es könnte teilweise ein bisschen wärmer sein, denn es ist sehr windig hier. Aber das wird den Fahrern eher weniger ausmachen. Wir haben auf der Pole Position übrigens Max Reis, der vor Finn Grube auf der 2 stehen wird und Time Saleh auf der 3. Das ist die Top 3, die im ersten Rennen im Halbfinale schon echt tolle Kämpfe gezeigt haben. Und da hoffen wir, dass es auch gleich genauso spannend wird. Dahinter Lennox Meyer, Alessio Ivan Ladern und Tom Reger auf 4, 5 und 6. Wir schauen auf die Ampel, welche nicht aus ist. Das heißt auch hier, René hat es schon gesagt am Vormittag, dass man gerade bei den Jüngeren öfters mal nochmal starten muss. Und das ist in diesem Fall der Fall. Also die Formation nicht eingehalten, das heißt Start nicht freigegeben, weshalb wir das ganze Prozedere nochmals wiederholen. Ich wiederhole an dieser Stelle auch die Startaufstellung: Max Reis vor Finn Grube in der ersten Startreihe, vor Time Saleh auf der 3, Lennox Meyer auf 4, Alessio Ivan Ladern auf 5 und Tom Reger auf Position 6. Reis, Time Saleh und Finn Grube, diese drei, beziehungsweise Max Reis, Finn Grube, Time Saleh, diese drei hier auf den vorderen Startpositionen im ersten Rennen genauso durchs Ziel gekommen und auch in Wackersdorf alle drei am schnellsten, am besten gewesen. Also es bleibt quasi unter den üblichen Verdächtigen und wir dürfen gespannt sein, wie das Duell zwischen Max Reis, Time Saleh und Finn Grube ausgeht. Finn Grube war in Wackersdorf nur Dritter, in Anführungszeichen nur Dritter in diesem Trio mit 32 Zählern. An diesem Wochenende ist er immerhin im ersten Rennen Zweiter geworden. Das wäre natürlich nicht schlecht, damit könnte er Time Saleh eventuell vom zweiten Platz in der Meisterschaft stoßen. Momentan rennen die beiden 8 Punkte. Nach diesem Wochenende wird es voraussichtlich anders aussehen. Also, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Oh, wir probieren es nochmal und damit ist der Start auch freigegeben. Max Reis hier vorne. Also hat die Kurve gut gekriegt. Ganz hinten dann ein bisschen enger geworden zwischen Alessio Ivan Ladern und Tom Reger, welche sich dann auch in dieser 90-Grad-Kurve nach Start und Ziel berühren. Das fällt relativ übersichtlich jetzt im sogenannten S-Geschlängel, wie ich es getauft habe. So, und da haben wir die Reihenfolge: Max Reis, Finn Grube und Time Saleh. Dahinter haben wir Meyer, Ladern und Reger. Es sind übrigens insgesamt 9 Minuten zu fahren. So, und hier kommen die Jungs über die Start- und Zielgerade. Max Reis vor Finn Grube, Time Saleh, Alessio Ivan Ladern auf der 4, Tom Reger 5 und Lennox Meyer auf Position 6. Die schnellste Zeit des Feldes kommt von Max Reis natürlich mit 1:01:06:13. Und wie wir wissen, schon aus dem ersten Rennen und natürlich aus der Zeittrainingszeit, also aus der Zeit des Qualifyings, da ist noch ein bisschen was drin. Also, eine Minute glatt ist auf jeden Fall möglich. Unter einer Minute theoretisch auch. Also die Zeiten werden dann auch gleich schneller werden. Ja. Schön zu sehen, wie Max Reis seinen Vorsprung ausbauen kann auf 1,2 Sekunden, soeben bei Überfahrt der Stadtziel.
Ja, Trap ist nicht, ich sag mal, die alltägliche Rennstrecke im Kalender der Jungs und Mädels, die hier bei der ACV Kart Nationals starten. Es ist das erste Mal, dieses Auslandsgastspiel hier. Und auch das einzige Mal 2018. Aber es ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass hier schon eifrig Trainingskilometer und Erfahrungen gesammelt wurden auf dieser Strecke. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das natürlich von uns aus relativ weit ist. Zum einen, da fährt man eher nach Wackersdorf. Zum anderen, die Strecke ist relativ neu, muss man sagen. Also so wie wir sie heute hier vorfinden, ist das erst 2014 entstanden. Fünf Minuten ungefähr verbleiben. Max Reis, Grube, Times Allee auf 1, 2 und 3. Dahinter Ladern, Reger und Meier. Das ist die Reihenfolge. Max Reis mit schnellster Zeit des Feldes hat er nochmal nachgelegt. 1:00.369. Also vielleicht purzelt die eine Minute noch und dann haben wir einen 59er. Wäre durchaus denkbar. Die Voraussetzungen oder die Bedingungen auf der Strecke sind auf jeden Fall wie gemacht dafür. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Je mehr, sage ich mal, Gefahren sind auf der Strecke, desto mehr Gummiabrieb haben wir natürlich auch, desto mehr Grip haben wir. Und deswegen ist das mit den Zeiten, ja, gerade im Verlauf des Tages so eine Sache. Die werden dann ganz gern mal schneller. So, da hinten eine kleine Dreierkampfgruppe zwischen Ladern, Reger und Meier. Und da haben wir einen Positionsveränderung. Und zwar ist Reger mit der Startnummer 188 auf die vierte Position vorgefahren. Dafür Alessio Ivan Ladern auf die fünfte zurückgefallen. Zumindest als Momentanaufnahme. Das kann sich natürlich in den nächsten verbleibenden vier Minuten noch verändern. Die führenden drei, ja, relativ weit auseinandergezogen. Aber gerade in Sachen Rang 4, 5 und 6 wird es nochmal sicherlich eine Veränderung geben. So, allzu viel gibt es nicht zu sagen zu den führenden Dreien. Der Vorsprung von Max Reis zu über 2 Sekunden auf Finn Grube und 1,6, ein bisschen mehr als 1,6 Sekunden von Finn Grube auf Times Allee. Also auch genügend Abstand zwischen dem zweiten und dem dritten Platz. Ja, also NES Racing Car Team dürfte sich damit sichtlich erfreut zeigen. Sind es natürlich auch schon gewohnt von Max Reis. Wie gesagt, in Wackersdorf war er derjenige, der beide Rennen gewonnen hat. Damit gingen 50 Punkte bisweilen auf sein Konto und heute hier werden das scheinbar auch mehr werden. Ebenfalls von NES Racing Car Team ist übrigens Tom Reger dabei, der sich auf Rang 4 befindet. Also wenn er noch aufs Treppchen fährt, dann könnte die Schlagzeile 2 Podestplätze fürs NES Racing Kart Team lauten. In den nächsten Tagen auf einschlägigen Internetforen oder Magazinen zum Beispiel.
der Abstand zwischen Tom Reger und Alessio Ivan Ladern ist sehr gering. An dieser Stelle muss man sagen, da haben wir ungefähr eine, ja, 500stel. Ja, 600stel, ziemlich genau, 600stel. Das ist natürlich nicht viel. Schauen wir mal. Also, Max Reiss, Finn Grube, Taim Saleh, Reger, Alessio Ivan Ladern und Lennox Meyer. So, da haben wir ihn gerade im Bild gesehen. Vor allem im Livestream Max Reiss. Die letzte Minute ist übrigens angebrochen. Das heißt, ich schätze, bei der Durchfahrt, bei der nächsten Zieldurchfahrt, werden wir dann auch schon die letzte Runde angezeigt bekommen. Interessanter, viel interessanter, zumindest augenscheinlich, ist das Duell um Rang 5 und 6 momentan. Alessio Ivan Ladern und Lennox Meyer. Und genau jetzt ist die Zeit abgelaufen, deshalb das Schild letzte Runde von Marius Heinlein, dem einen Rennleiter von zweien, neben Uwe Fuchs. Und da haben wir die Verfolger. Entschuldigung, ja. Keine Diskriminierung. Bekomme ich gleich mal da einen Kopf geworfen? Ja, natürlich nicht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir gleich einen Sieger haben. Max Reiss wird das voraussichtlich sein. Der hat sich nämlich jetzt schon über 3 Sekunden Vorsprung verschafft, ja. Ich will natürlich den Teufel nicht an die Wand malen, das wird aber sicherlich nichts passieren. Also, Max Reiss, Finn Grube, Taim Saleh. Soweit die Top 3. Hinten, ja, geht's relativ eng zur Sache noch, aber wie gesagt, da haben wir die schwarz-weiß-karierte Flagge, da geht die Hand nach oben. Ja, souverän, souveräne Darbietung von Max Reiss, der mit über 3,1 Sekunden letztlich durchs Ziel kommt und hier die Rotax Mikro gewinnt vor Finn Grube und Taim Saleh. Auf den Plätzen 4, 5 und 6 folgen Reger, Ladern und Meyer. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den Sieger im Finale der Rotax Mikro, Max Reiss.